Boah, es gibt so viele schöne Bücher mittlerweile zum Thema Sketchnotes. Sketchnotes, was ist das? Das ist, dass man die Dinge, die man aufnimmt, direkt auf das Blatt Papier bringt. Und vielleicht erinnert ihr euch noch an eure Schulzeit. Da war es so, wenn man da irgendwie so ein bisschen rumgekritzelt hat auf seinem Blatt Papier und nicht ordentlich in schön Schrift alles aufgeschrieben hat, da hat man einen Tadel bekommen. Aber wir wissen alle, Kinder machen viele Dinge intuitiv. Und genau das wollen wir als Erwachsene oft zurückgewinnen, nachdem wir so gepresst wurden in der Schule, in dem Studium oder in der Ausbildung, in der Arbeitszeit, kommen viele Menschen irgendwann zu dem Punkt und sagen, hey, irgendwann ist irgendwas falsch gelaufen. Und vielleicht ist genau das falsch gelaufen, dass wir unsere Notizen, wenn wir Vorträge hören, wenn wir Bücher lesen oder wenn wir einfach so Brainstorming machen, wenn wir sie einfach so ganz normal, wie wir das gelernt haben, runterschreiben. Und Sketchnotes oder das Thema Sketchnotes ist ein Thema, was mich seit einigen Monaten begleitet und auch inspiriert durch einige von euch, die da immer mir mal so einen Buchlink gegeben haben. Und ja, und da bin ich jetzt bei dem Standardwerk gelandet. Ich sage einfach Standardwerk oder Initialwerk. Das ist von Mike Rohde, das Sketchnote Handbuch. Das ist original in Englisch erschienen und da gibt es jetzt auch eine deutsche Ausgabe von dem MIT P Verlag oder MITP, keine Ahnung, wie man das ausspricht, Verlag, der mir das Buch zur Verfügung gestellt hat, um ja, da einfach mal reinzulesen und meine Erfahrungen mit diesem Buch mit meinen Zuschauern und entsprechend auch mit dir zu teilen. Ja, also das Buch, wenn man schon mal hier reinguckt, das ist schon ein bisschen anders, ne? Das ist halt eben genau nicht das einfach nur runtergeschrieben, sondern man hat dann tatsächlich auch praktische, ja, fürs Auge, wie es dann aussieht, so Sketchnotes. Aber jeder kennt das. Jeder hat mal irgendwann angefangen, so ein bisschen auf seinem Papier rumzumalen. Oder viele, die telefonieren, tun dabei so kleine Skizzen machen. Und wenn es dann darum geht, dass der Gegenüber am Telefon uns etwas sagt, dann passiert es auch häufig, dass wir dabei das Aufschreiben nicht linear, sondern tatsächlich in irgendwelchen Sprechblasen oder Zusammenhängen und so weiter. Denn Sketchnotes kann man natürlich auch hintereinander linear machen. Man kann es aber auch wie so radial, wie so eine Mindmap. Ich habe dazu auch ein Video gemacht, dass man eine Kernidee hat und davon ausgehen dann seine Sketchnotes, die sowohl Bilder beinhalten können als auch Text aufschreibt. Man kann das auch so, man nennt das Popcorn-System, einfach so irgendwo aufs Blatt klatschen, wo entsprechend ja eine Idee auftaucht. Macht natürlich beim Brainstorming total Sinn und solche Dinge. Ja, das ist hier eine Einführung. Das heißt, das ist jetzt kein Praxislehrbuch, wie zum Beispiel, ja, die beiden Sketchnotes kann jeder und so weiter. Aber die möchte ich nicht rezensieren, sondern ich möchte, heute geht mir wirklich um das Buch, das ist da unten verlinkt. Das ist so ein bisschen ein Einstieg in die ganze Thematik. Und das ist durchaus sinnvoll, weil, wie ich am Eingangs schon erwähnt habe, man muss erstmal überhaupt schauen, warum. Warum soll ich das nicht so, wie ich das gelernt habe, aufschreiben? Und ja, und das Warum wird praktisch geklärt, weil man sieht das so und man, also dieses Sketchnotes, wie er das schreibt, und dann merkt man, okay, ja, das macht Spaß. Es macht wieder Spaß, Vorträge zuzuhören und seine Essenz dessen, was man gehört hat, aufzuschreiben oder aufzumalen. Und es bleibt auch viel besser im Gedächtnis. Ich habe eine Mappe. Normalerweise, wenn ich meine Videos mache, ich habe so Aufzeichnungen früher gehabt, einfach linear. Da habe ich das Video gemacht, dann habe ich die weggeschmissen. Wenn ich aber so Sketchnotes angefertigt habe, dann hebe ich mir das auf, weil das schön ist. Da sehe ich ein Thema auf einem Blatt schön gemalt. Und das ist total schön. Wer mich auf Facebook verfolgt, der wird ja hin und wieder auch mal so eine Sketchnote sehen. Ne? Habe auch schon mehrmals. Ich kann eigentlich auch mal was rausholen, fällt mir gerade ein. Ne, wenn ich jetzt hier schon von für rede, dann kann ich euch das auch mal zeigen, wie so ja, wie bei mir aussehen. Einige sind leider, die habe ich liegen gelassen am Fensterbrett hier und da ist Kondenswasser gekommen und dann hat es die ein bisschen Also das sind so Mindmaps, ganz einfach Mindmaps. Man hat eine Kernidee und macht dann rundrum so ein paar Sachen. Und das hier ist dann eher sowas wie, ja, so das Sketchnote, was ich geschrieben habe. Ja? Da hat man dann verschiedene Sachen. Das ist zum Beispiel auch Sketchnote, aber nur mit Text. Sieht natürlich nicht so schön aus.
Das ist dann hier eins dieser verwaschenen Dinge. Ja. So, und du gibst halt ja, verschiedene Sketchnotes, die man dann halt eben anfertigen kann. Und ja, und dann weiß ich genau, wenn ich dann irgendwann sehe, ah, wie erkenne ich Altern? Und dann lese ich mir das durch. Und dann sehe ich das. Dann ja, funktioniert das alles viel, viel besser. Das Buch, dieses von Mike Roeder, hat mir den Einstieg da sehr erleichtert. Das Buch ist zwar in Deutsch, also dieses Handbuch, das Sketch-Handbuch, aber viele der Skizzen sind in Englisch. Das heißt, wenn ihr das Englisch nicht mächtig seid, dann muss ich sagen, ist das ein kleiner Nachteil, weil hier sind viele Sketchnotes einfach in Englisch, die sind übernommen worden. Die hat man dann nicht deutsch nachgezeichnet. Das ist ein bisschen schade, aber es ist verständlich, weil das natürlich eine Wahnsinnsarbeit ist. Und wenn ich sage Einstiegsbuch, dann meine ich auch Einstiegsbuch. Das ist hier durchaus eher rudimentär gehalten. Wenn ihr zum Beispiel, hier steht da, wie man eine Person malt. Da gibt es eine Möglichkeit, die er aufgezeigt hat, oder zwei. Und dann ganz kurz, aber das ist nicht praktisch. Das ist nicht praktisch genug meiner Meinung nach und sehr rudimentär. Und das muss man wissen. Das heißt, dieses Buch empfehle ich wirklich in allererster Linie Menschen, die sich mit der Thematik noch gar nicht so richtig auseinandergesetzt haben. Und da ist das Buch richtig, richtig gut. Für Leute, die schon immer so ein bisschen gekritzelt haben und die vielleicht Inspirationen wollen, wie man Menschen malt oder wie man Menschen besser malt oder wie man Objekte malt oder so weiter. Und da finde ich halt dieses Buch einfach besser. Zum Beispiel Sketchnotes kann jeder. Aber auch andere Bücher. Ich habe ja noch ein paar andere, die da sehr, sehr gut geeignet sind. Auch ein sehr schönes Buch ist The Art of Business Communication. Das ist von Graham Shaw. Da geht es eher um so Verkaufszeug und so weiter. Aber eher, was für mich relevant ist oder für YouTuber, wie sie letztlich das, was sie zeichnen, also zeichnen nicht für sich selber zum Rekapitulieren oder zum Aufschreiben, zum Generieren, sondern zur Wissensvermittlung. Und das ist da auch ein schönes Buch, ist allerdings in Englisch. Aber heute soll es wie gesagt um das gehen. Er hat es geschrieben und der Mike Rode gilt so ein bisschen als Innovator dieser Sketchnotes. Und ja, diese Credits muss man ihm geben. Und entsprechend ist das auch so das Standardwerk, weil er erstmalig dieses halt ja, gebracht hat. Das ist wie bei den Mindmaps dieser, glaube ich, Busnahen oder wie der hieß. So hat halt jede neue Ära hatte so einen Begründer und der Mike Rode ist es dafür. Und was auch schön ist an dem Buch, die sind ja teilweise wirklich, ist das sehr, sehr, ja, wirr, was da hier steht und so weiter. Aber an jedem Kapitel gibt es dann auch eine Zusammenfassung dessen, was in dem Buch als Information sind. Also so wie man es gewohnt ist, ne? Zusammenfassung und dann linear nach unten geschrieben, so dass man dann halt tatsächlich auch den Übergang gut ja, bewältigt. Ja, also alles in allem, es ist ein guter Einstieg, es gibt einen Überblick, es ist viele englische Sketchnotes, muss man halt schauen, ob man das möchte. Es ist kein reines Praxisbuch, da gibt es aber jetzt noch ein Praxisübungsbuch. Also es wurde schon erkannt, dass das hier halt nicht so praktisch ist, sondern ihr einen Einstieg gibt, da gibt es ein Praxisübungsbuch, das kann ich euch auch mal unten verlinken und ja, das habe ich aber noch nicht, das kann ich nicht beurteilen, aber als Einstieg würde ich dafür, ich weiß es halt nicht, also mit 5 Sternen tue ich mich echt schwer, wirklich schwer, weil, wie gesagt, die man muss das sehen, das ist ein deutsches Buch und da sind halt viele englische Sketchnotes, sind auch ein paar deutsche drin und ja, das ist halt schade und das ist halt wirklich, ich gebe 4 Sterne, das ist eine intuitive Entscheidung. Irgendwie ist mir das zu rudimentär, zu allgemein gehalten. Das liegt da wahrscheinlich daran, weil ich mich intensiv mit der Thematik befasst habe. Ich denke, für den absoluten Einsteiger sind es 5 Sterne. Für mich persönlich, und das ist eine persönliche Bewertung, würde ich dem Buch 4 Sterne geben. Ich empfehle das jedem, der anfangen möchte, seine Gedanken wieder neu zu ordnen, nicht linear. Gerade Leute, die studieren, Leute, die noch in der Ausbildung sind, Leute für Schüler, für solche Sachen oder Leute, die sehr stark geistig arbeiten, Ideen generieren, Ideen aufschreiben, Brainstorming machen, in Kreativtechniken anwenden, auch in ihrem Unternehmensalltag. All diese Menschen, da würde ich das Buch wirklich absolut auch als Einstieg entsprechend empfehlen. So, das soll es gewesen sein und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Habt ihr schon Erfahrung mit Sketchnotes gemacht? Beziehungsweise man in Deutschland nennt man es irgendwie Kritzeln oder sowas. Keine Ahnung, klingt auch irgendwie doof. Aber also Sketchnotes ist der Begriff,
der jetzt generell gilt. Habt ihr da schon Erfahrungen? Macht ihr das noch? Also schreibt ihr manchmal nicht linear etwas auf und malt ein bisschen und ja, wie fühlt ihr euch dabei? Irgendwie behindert, weil ihr nicht ordentlich schreiben könnt? Oder ist es, wie ist das? Also für mich war das Neuland. Und naja, ich bin gespannt auf eure Kommentare. Wir sehen uns unten in den Kommentaren. Macht's gut, euer Christian. Tschüss.